Hallo, everyone. Hey. Hallo. Mahlzeit YouTube und herzlich willkommen hier zum zweiten Teil des Tauchvideos aus Sharp Master Alarm. Wie ich bereits im letzten Video angekündigt hatte, gibt es demnächst ein Abonnenten-Special und es gibt auch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Dafür habe ich mir ein kleines Rätsel ausgedacht, woran alle aktiven Abonnenten teilnehmen können. Da der zweite Tauchgang hier in Sharp Master Alarm auch etwas lang war, musste ich das Video leider in zwei Teile cutten und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Ich habe in dem heutigen Video und auch im nächsten Video ein paar Buchstaben versteckt. Diese ergeben in der richtigen Reihenfolge einen Begriff. Wer mir also den richtigen Begriff in die Kommentare schreibt, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht wieder eine Woche warten, bis das nächste Video kommt. Ich denke, das wird in ein paar Tagen schon sein. Also schaut euch meine beiden Videos an, löst das Rätsel und ihr seid in der Auslosung. Jetzt seid ihr natürlich neugierig, ob sich der ganze Aufwand lohnt und was es zu gewinnen gibt. Ja, es gibt natürlich jetzt hier kein Auto oder eine Reise zu gewinnen. Es gibt halt nur eine Kleinigkeit. Und zwar verlose ich einen 25 Euro Amazon-Gutschein sowie eine Hollywood Dive and Travel Kaffeetasse. Ein kleines Dankeschön halt. Teilnehmen könnt ihr bis Samstag, den 4. August 2018. Das Abonnenten-Special mit Auflösung und Ziehung gibt es dann am Samstag, den 11.08.2018. Jetzt lasse ich euch erstmal mit den Bildern alleine. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe auf rege Teilnahme. Also schön auf die Buchstaben achten. Der zweite Tauchgang führt uns hier direkt in die Lagune von Sharp Master Alarm. So ziemlich in der Mitte gibt es hier jetzt das kleine Wrack, von dem leider nicht mehr viel übrig ist. Es war, so viel ich weiß, ein ehemaliges Ausflugsboot, was hier gekentert ist. Halt ein Holzboot, wovon nicht mehr viel erhalten ist. Man sieht noch die Motoren und Verkabelung etc. pp. Und wie man sieht, wird mit den Überbleibseln hier ein bisschen Schabernack getrieben. Das hier nenne ich mal wirklich ein stilles Örtchen. Halt so ein paar Touristenspökes hier unter Wasser. Thank you.
So, schnell noch hier am Dive-In einen kleinen Absacker. Und dann geht's auch schon weiter. Diese Partnergrundeln heißen nicht nur einfach so, sondern sie leben wirklich in einer Partnerschaft. Und zwar mit einem Shrimp, einer kleinen Garnele, die in der Regel blind ist. Und die beiden helfen sich gegenseitig. Die Garnele sorgt dafür, dass die Bude immer sauber ist. Und die Grundel sorgt dafür, dass der Shrimp wieder zurück in den Bau findet. Also schwimmt die Grundel immer in der Nähe der Garnele. Die Garnele ertastet die Grundel mit ihren Fühlern. Und somit führt die Grundel die Garnele wieder zurück zum Bau. Der kleine Nachteil dabei ist, sobald die Grundel ein Weibchen gefunden hat, muss die Garnele ausziehen. Auch nicht so wirklich nett. Da unser kleines französisches Pärchen hier ein bisschen den Meeresboden aufgewühlt hat, gibt es jetzt diese riesige Riesenmoräne nur im Sandsturm. Echt ein Riesenklopper. Die größte, die ich bis jetzt hier in Ägypten gesehen habe. Also die hat gut und gern ihre 3 Meter. Schon alleine, was sie für einen Kopf hat. Gigantisch. Falls ich auf dem Rückweg noch ein bisschen Luft in meiner Pulle habe, gucke ich mir die Moräne nochmal bei vernünftiger Sicht an. So, das ist auch das Ende vom ersten Teil des zweiten Tauchgangs. Ich hoffe, ihr habt alle Buchstaben gefunden. Den Rest gibt es im nächsten Video. Also Sharp Master Alarm Part 3 von 3. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, sowie einen Klick auf den Abo-Button, falls ihr mehr von mir sehen wollt. In diesem Sinne, bis dahin und wie wir Taucher zu sagen pflegen, gut Luft. Euer Olli.